Servus aus dem Zillertal. Nee, sind wir gar nicht mehr, ne? Nee, wir sind ein paar Meter weiter gefahren. Ein paar Meter ist gut. Ja. Innsbruck ist die Stadt. Genau, traditionsreiche Sportstätte sozusagen, das Stadion. Naja, nicht unbedingt eine traditionsreiche Sportstätte, aber Werder hat heute mal eine kleine Stippvisite hingemacht. Genau, gegen Beşiktaş Istanbul. 6.000 Zuschauer waren da. Ich würde sagen 4.000 eher für die... den türkischen Club, 2000 Bremer oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Da war richtig was los, ne? Das war lautstark, hat sich schnell ein Fanblock gefunden auf der Gegengeraden. Ja. Freiem Oberkörper, die Jungs, ordentlich. Pyro, ne, also ordentlich Feuer dabei. Ja. Und ausgegangen ist es, zwischendurch sah es nach dem Werder-Sieg aus, nach der Pause 1-0 in Führung gegangen durch Ehren Dingschi. Genau, richtig. Und hinten raus dann aber doch noch zwei Treffer kassiert in der letzten halben Stunde. Nochmal eine gute Chance kurz vor Schluss gehabt, aber es hat dann am Ende nicht mehr zum Unentschieden gereicht. 1-2 Niederlage im dritten Test. Die zweite Niederlage. Hören wir mal rein, was Ole Werner nach dem Spiel zu uns gesagt hat. Naja, ich bewerte in der Vorbereitung vor allem die Leistung. Ich denke, das, was wir haben wollten, dass wir gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft einen Schritt weiter sein wollen als hier in Karlsruhe, hat man gesehen. Ich glaube, wir konnten in beiden Halbzeiten über 45 Minuten eine gewisse Intensität gehen. Klar ist, dass uns vor allem auch im Ballbesitz ein bisschen Genauigkeit gefehlt hat. Ich denke, dass Räume durchaus da waren, die wir zwar auch vernünftig gefunden haben. Es ist schon mal ganz gut, dass diese Abläufe einfach auch klar sind. Aber wir haben aus den Möglichkeiten oder aus diesen Räumen einfach zu wenig klare Torchancen erspielt. Und ärgerlich ist auch, dass wir im Endeffekt in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr zugelassen haben und dann eben durch zwei eigentlich unnötige Gegentore heute verlieren. Weil du willst natürlich auch so ein Testspiel gewinnen. Auch wenn es noch immer in der Mitte der Vorbereitung liegt, möchtest du natürlich jedes Spiel gewinnen, wenn du auf den Platz gehst. Haben wir heute nicht geschafft. Aber ich denke, dass insbesondere die positiven Dinge insofern überwiegen, als dass wir einfach von der Leistung, von den Abläufen her klarer waren als noch vor 4-5 Tagen. Und das ist das, was wir uns heute in erster Linie als Ziel gesetzt haben. So, man muss aber ganz ehrlich sagen, das ist hier schon, also mit Videobeweis wäre das vielleicht hier anders ausgegangen. Da gab es also diesen Elfmeter, Rapp berührt vielleicht ganz leicht seinen Gegenspieler und der, Möchtest du etwa sagen, der Schiedsrichter hat ein wenig kleinlich gepfiffen? Ich will jetzt mal so sagen, nee, ich will das gar nicht sagen. Ich lasse Ole Werner sprechen. Bitteschön. Ja, hat Spaß gemacht, außergewöhnliche Atmosphäre. Leider, so war meine Eindruck, hat sich der Schiedsrichter hier und da auch mal davon anstecken lassen. Aber gut, das ist dann vielleicht so, vielleicht auch ein bisschen menschlich. Ich hatte so generell das Gefühl, so ein paar Situationen direkt auch bei uns vor der Trainerbank, wo es um Einwurfsentscheidungen ging, wo dann doch relativ häufig aus meiner Sicht das falsch entschieden wurde. Aber nichts Spielentscheidendes, den Elfmeter habe ich noch nicht gesehen, da habe ich auch keine gute Perspektive zu gehabt. Aber wie auch immer, ist heute eben dann auch nicht entscheidend, aber ich hatte so den Eindruck. Ja, was können wir noch sagen zum Spiel? Mir ist aufgefallen, zum Beispiel, dass Benjamin Goller, das wird allen aufgefallen sein, der hat immer seine Szenen. Absolut, er kriegt das momentan sehr, sehr gut hin, das Tempo auf den Platz zu bringen, den Ball mitzunehmen. Das war ja früher durchaus mal ein Problem vor 2 Jahren, darf man nicht vergessen. Da hat er sich wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Ist auf dem besten Wege dazu. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es für die Startelf reicht, aber zumindest sich einen Platz zu erkämpfen unter den ersten, sagen wir mal, 14 oder so. Ja, ich glaube, es geht erstmal darum, unter den ersten 20 bleiben zu dürfen. Der ist immer noch ein Verkaufsleihkandidat. Ne? Absolut. Also nicht vergessen. Dann ist mir aufgefallen, dass mit Oliver Burke auch diese langen Dinger möglich sind. Ne? Einmal schön, glaube ich, von Veljkovic nach vorne gespielt. Da war ganz knapp dran. Er ist halt schnell, aber manchmal halt auch leider nur schnell. Also da müsste noch so ein bisschen mehr kommen, wünscht man sich. Aber die Ansätze nach der kurzen Zeit, die er erst da ist, das stimmt schon. Ja, Liebe kennen, heute zum ersten Mal gespielt. Lustige Geschichte, falsches Trikot gegriffen. Ja. Er wäre fast mit der 24. Mit der Goller-Nummer, genau. Der Stadionsprecher hat es auch so gesehen, hat er nicht mehr nochmal hingeguckt, dass das Trikot nochmal gewechselt hat und hat ihn dann als Benjamin Goller eingewechselt. Musste selbst auch der Trainer ein bisschen schmunzeln drüber. Aber ich finde, es war ganz okay, ne? Fürs erste Spiel. Ja, genau, da kann man eigentlich auch nicht viel mehr erwarten. Das war gut, er hat sogar mehr Spielzeit bekommen als eigentlich gedacht, weil Anthony Jung ja schon nach einer knappen Viertelstunde runter musste. Du hast dich gerade mal erkundigt, ist was Schlimmeres? Entwarnung. Er lief uns über den Weg. Habe ich natürlich die Gunst der Stunde gleich genutzt, habe ihn gefragt und sagte, nee, ein bisschen fest geworden, der Oberschenkel. Vorsichtsmaßnahme rausgegangen. Und auch der Trainer sagte, da droht kein längerer Ausfall. Ja, wen haben wir noch? Ich möchte noch über Niklas Stark sprechen. Ja, genau, das war... Bleibt immer noch ein bisschen schwierig. Ein bisschen wackelig, Man sieht seine Übersicht, die er hat, und seine Ausstrahlung. Aber dann bei dem zweiten Gegentor... Kann man besser lösen. Ne? Also muss man in der ersten Liga besser lösen. Ja. Und dann haben wir natürlich noch Jens Stay. Erstes Spiel für den SV Werder Bremen. Halbe Stunde gemacht. Ja, mehr geht noch nicht mit seiner Wade. Also er hat eine Wadenverletzung mitgebracht. Da will man vorsichtig sein, nichts riskieren. Und dann hat er aber auch einmal richtig ordentlich zugelangt, ne? Hat er den da? Hat einen Ball verloren und dann geflext. Sagt er, ich habe intern noch mit ihm gesprochen. Könnt ihr in der Deichstube nachher sehen? Sagt er, nee, ich bin aggressiv, aber so aggressiv eigentlich auch nicht. Ne? Kartensammler sollte er nicht werden. Also ich glaube, der wird noch für andere Dinge gebraucht. Aber ich muss wirklich sagen, erster Eindruck
positiv, lassen wir mal die gelbe Karte weg, sowas kann immer passieren. Das ist so ein Balldieb, ne? Der hat ein Auge dafür, wann er wo dazwischen rauschen muss. Hat 2, 3 Bälle echt gut geholt, hat mir gefallen. Warten wir mal ab, was nächste Woche so kommt. Ja, und dann haben wir noch Niklas Füllkrug, da müssen wir auch noch drüber reden. Da war ja was die Tage. Genau, erstmal war aber auf dem Spielfeld was, weil der sich auch wieder natürlich Stimmt. aufgerieben hat. Hat das Tor nicht getroffen, gute Chancen gehabt. Genau. Auch der Keeper gut gehalten. Na, dann haben wir ihm hinterher ein Interview gehabt und dann haben wir ihn natürlich gefragt, na, was ist denn jetzt mit deinem Vertrag? Und das hat er uns geantwortet. Bitte schön. Ja, ich glaube, Baumi hat das sehr gut zusammengefasst. Wir sind in guten Gesprächen, ist alles auf einem guten Weg, auf einem richtigen Weg. Und ja, er hat jetzt noch euch, glaube ich, um ein bisschen Geduld gebeten und deswegen entspannt bleiben. Also ich glaube, das ist alles auf dem richtigen Weg. Solange wir beide in dieselbe Richtung wollen, ist es ja einfach eigentlich. Letztes Jahr war die Konstellation auch so, dass kein Spieler irgendwie wusste, ob er bei Werder bleibt, selbst wenn er möchte, weil Werder sich damals jedes Angebot anhören musste nach dem Abstieg. Und genauso sind natürlich jetzt, das sind alles andere Bedingungen. Da geht es natürlich darum, dass ich auch auf Geld verzichte, was für mich auch okay ist grundsätzlich, das ist gar kein Problem. Und ich mache das, weil ich, oder beziehungsweise ich habe mich so loyal und offen direkt positioniert, weil ich das machen möchte aus vollster Überzeugung und nicht, weil es mir darum geht, das Maximale an Geld zu verdienen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass man sich da hoffentlich einigen wird. So, unglaublich aber wahr. Das war's quasi schon. Ja, wir sind durch. Fast. Wir fahren noch mal einmal zurück. Genau. Nach Zell am Ziller. Die Mannschaft tut's auch. Genau. Mit dem Bus noch einmal ein bisschen im Hotel in Ruhe schlafen. Genau, und dann geht's morgen früh, glaube ich, nach München, dann mit dem Flieger wieder nach Bremen. Aber nicht, der Flieger wird nicht voll sein. Ich meine, ich weiß nicht, das ist ein Linienflieger, ich weiß nicht, wie voll der ist. Hoffentlich geht der überhaupt. Ja, drücken wir die Daumen. Aber es werden nicht alle Spieler dabei sein. Niklas Füllkrug hat vorhin verraten, dass er noch hier 2 Tage kriegen die Profis frei. Montag, Dienstag kommt die Familie nach, machen so ein bisschen Urlaub. Ja, ist eine schöne Gelegenheit. Ich finde es auch eine gute Idee. Und Marco Friedl, habe ich auch gehört, der bleibt auch in Österreich. Warum soll er auch? Dann hat uns Jens Stay erzählt, der fährt natürlich nach Dänemark. Also sind alle mal ein bisschen unterwegs. Ja, aber sehr gut. Aber gut, noch mal kurz den Akku voll machen sozusagen. Und machst dann du auch, ne? Würde ich, ja, mache ich lieben gerne. Ich habe Montag, Dienstag auch frei. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe nicht frei. Maria, hast du frei? Ich weiß noch nicht. Warte mal, ich gehe mal einmal hin. Hast du frei? Ich weiß noch nicht, aber ich hoffe. Gut, wir werden das sehen. Ihr könnt das weiter verfolgen in der Deichstube. Uns hat Spaß gemacht mit euch. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann dürft ihr heute alles da unten reinschreiben. Und uns eine gute Heimfahrt wünschen. Absolut. Bleibt gesund und respektvoll. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.